Unsere Reise von Catanduanes nach Donzol. An einem Tag hat leider nicht geklappt. Wir sind in Legazpi gestrandet, wo wir schon mal untergekommen sind. Und fuhr halt kein Van mehr weiter nach Donzol. So anderthalb Stunden, die uns jetzt noch fehlen, die wir dann morgen früh machen müssen. Aber wir nutzen jetzt einfach die Chance und sind hier im Hostel mitten in der Stadt untergekommen. Und hier ist auch den ganzen Mai, ne? Das Magallón Festival. Nee, Mount Magallón, Magallón Festival. Und das gucken wir uns jetzt dafür noch an. Und ja, machen das Beste draus. Mit jetzt. Zack. Zack. Los. Wir haben den Abend genossen und haben das Beste daraus gemacht aus unserem Zwischenstopp in Legazpi. Auf jeden Fall. Und gehen jetzt wieder zum Hostel und dann geht's morgen wirklich nach Donzol. So, wir haben es geschafft nach Donzol und sind jetzt im Siram Sana Beach Resort. Oder Dankalan? Dankalan Beach Resort. Man weiß es nicht. Das Siram Sana ist nur Restaurant und Bar. So sieht's aus. Ja, und jetzt gehen wir erstmal in die Tourist-Info direkt. Die sind nämlich direkt im nächsten Haus und informieren uns über die Walhai-Touren und alles, was man hier sonst noch so treiben kann. So, be here at as early as 7:30. Die letzten 7 Tage wurde mindestens einer immer gesehen, haben wir. Auf so einem Brett stand das immer, wie viele gesehen wurden. Ja, und wir hoffen natürlich, dass wir morgen auch welche zu Gesicht bekommen. Und wir sind hier eigentlich in einem ziemlich nicen Hostel. Denn, wie Sie sehen, sind wir direkt am Meer. Sind mal kurz ins Meer gehopst, aber das ist ziemlich warm. Und auch irgendwie nicht so geil. Also, lieber morgen mit dem Boot rausfahren und da dann ein bisschen schwimmen, ne? Ja. Ja. Und da wir jetzt die Unterkunft gefunden haben und uns unsere Sachen erstmal um unsere Sachen erleichtert wurden, können wir jetzt was zu essen suchen. Ne? Ja. Gucken, ob wir wieder Essen auf der Straße finden. Genau. Weil. In unserer Unterkunft gibt es zwar auch was, aber das ist richtig teuer. Ja, ist halt alles so ein bisschen angezogen hier, weil es hier sehr viel touristischer ist als so die Gegenden, wo wir bisher waren. Ne, so Catanduanes war halt echt wenig los. Ja, hier wirst du auch und, nicht bei jedem Moment angerufen. Und ja. Hier sprechen alle viel besser Englisch, einfach weil hier so viele Touris sind. Und Deutsche haben wir auch schon getroffen. Ja, also. Den deutschen Felix. Ja, Felix. Ja, genau. Essen. Was ist das? Mangos. Mangos? Mhm. Glaube ich. Ganz viele. Ja. Siehst du das? Mhm. Yes, sir. Hi. Hello. Hello. So, was wir jetzt hier haben, ist einmal Reis halt für jeden. Und Bicol Express ist so mit Fleisch und Schaf auf jeden Fall. Und das hier ist so, sieht ein bisschen aus wie Chili oder Bolognese oder sowas. Mit Möhren, Kartoffeln und Hack. Ja, sieht ganz gut aus. Probieren wir mal. Gucken wir mal. Hallo.
ver si está como... Was haben wir uns jetzt noch gegönnt? Hallo, hallo. Hallo, hallo ist ein Eiscocktail mit irgendwelchen Fruchtzutaten. Ja, ne? Ganz viel Früchte, kann man sagen. In irgendwelchen Mango- und Blaubeer-Gelee oder sowas. Ja. Ja, und keine Ahnung, die machen da dann irgendwie teilweise noch Bohnen und Käse rein. Also, ja. Das haben wir jetzt nicht genommen. Sie wollte jetzt, wir haben nur Früchte genommen und sie wollte einfach am Ende noch Käse drüber streuen. Also, irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber gibt's halt überall und ist irgendwie der Shit hier so, den man sich mal zwischendurch holt. Ja, wie so ein Eis. Das gibt's echt an jeder Straßenecke. Ja, heute haben wir dann eigentlich nichts mehr gemacht. Nö, nur rumgelegen. Und gelesen und so ein bisschen die Vibes hier aufgenommen. Ja, gerade noch den Sonnenuntergang geguckt. Das sieht man gemacht. Hier vielleicht noch im Hintergrund. Und ja, jetzt gleich geht's essen. Ein bisschen Videos schneiden noch wieder für euch. Und dann geht's morgen ab bei den Whale Sharks. Hoffentlich. Hoffen wir mal, dass wir viele sehen. Ne? Ja. So eine Family 20 oder so. Nee, einer wäre schon geil, aber mehrere wären noch geiler wahrscheinlich. Ja. Mal schauen. Wir halten euch auf dem Laufenden. Also, bis morgen. Tschüss. Atemberaubend, diese Viecher. Hinter dir zieht ein Sturm auf. Oh weia! Schnell weg! Schnell in die Sonne! Sunshine when she's gone.
Hostel. War auf jeden Fall fett. Ja, richtig geil. Also fette Viecher, den größten, den wir gesehen haben, meinte er, war 9 Meter, ne? Ja, boah, der war so riesig. Das war so unglaublich. Der hätte uns mit einem Haps, der uns essen können quasi. Also, nein, natürlich nicht. Den hat man nur so aus der Ferne erst gesehen und dann war das einfach so riesig. So, fuck, das kann das eigentlich nicht sein, wo man jetzt irgendwie unbedingt hinschwimmen will. Aber dann halt dahin und daneben her und so. Echt richtig heftig geil. Das war echt ein Erlebnis. Ja. Also. Und das für umgerechnet irgendwie 15 Euro halt oder so. Pro ne? Person. Pro Person. Ja. Ja. 3 Stunden Boottrip. Ja, wir sind 7-mal bestimmt ins Wasser gesprungen. Ja, wenn nicht sogar mehr. Also richtig und wir haben viele, so gesehen. Viele gesehen. 5, 6, 7 Stück. Also wahrscheinlich auch ein paar Mal den gleichen so, weil der dann geht halt wieder runter und taucht dann woanders wieder auf und dann trifft man sich halt wieder da an der Stelle. Ja. Aber. Also wir haben schon von Leuten gehört, die haben dann teilweise nur einen kleinen oder so gesehen. Also wir hatten heute richtig Glück. Ja. Und wurde nichts angefüttert oder so, nee. Einfach nur Ausschau gehalten, wo ist einer? Keine Ahnung, wie das sehen, aber... Sie sehen das irgendwie und dann sagen die, okay, let's go. Und dann irgendwie über die Schatten meinen die, aber keine Ahnung, wie ein Tier, was im Wasser schwimmt, einen Schatten wirft an die Oberfläche. Aber naja. Hat ja, funktioniert. Können wir auf jeden Fall nur empfehlen, aber wir sind happy. Wenn ihr das macht, dann auf jeden Fall sucht euch das raus, wo die nicht angefüttert werden und nichts anfassen. In Donzol. Im Meer, genau. Ja, ja, in Donzol ist auf jeden Fall gut. Ziemlich gut gewesen. Geil!